So, das nächste Beispiel. Wir rechnen jetzt 4 mal 201. Das können wir direkt so loslegen. Wir können es aber auch, vielleicht fällt es manchen leichter, einfach ein bisschen umdrehen und sagen 201 mal 4. Ganz easy, kann man ruhig machen, da passiert nichts. Kann man so ruhig austauschen, die Zahlen und die Reihenfolge ändern. So, und jetzt gehen wir wieder von rechts nach links vor. Zuerst rechnen wir 4 mal 1. 4 mal 1, denke ich ganz klar, ist 4. Und das schreiben wir hier unten hin. Immer schön der Reihenfolge nach. Also wir fangen jetzt quasi mit der einer Stelle an, ganz rechts. So, und jetzt nehmen wir uns die nächste Stelle vor. Das ist die 4 mal die 10er Stelle. Das ist die 0 hier. 4 mal 0. Ja, und das ist 0. 4 mal 0 ist 0, das schreiben wir hier hin. Und dann rechnen wir noch 4 mal 2. Und 4 mal 2 ist 8. Und das können wir hier hinschreiben. So, also das Ergebnis 201 mal 4 ist 804. Und wieso funktioniert das jetzt? Und was haben wir da jetzt eigentlich gerechnet? Also 4 mal 1 ist klar, das gibt 4. Und dann haben wir 4 mal 0 gerechnet. Aber eigentlich, was wir gerechnet haben, ist 4 mal 0 Zehner. Das ist ja auf der Zehnerstelle. Und deshalb steht auf der Zehnerstelle vom Ergebnis hier eine 0. Und dann haben wir gerechnet 4 mal 2 auf dieser Stelle. Und das ist die 100er Stelle. Das ist nämlich eigentlich gar keine 2, sondern es ist eine 200. Und 4 mal 200 ist 800 oder eben diese 8 in der 100er Stelle. Und damit kommt das Ergebnis 804 raus.